Für den Zidon-Wechsel die Schraube der Kontermutter lösen und diese nach hinten abschrauben, damit das Mundstück gelöst werden kann. Die Schnellspannkupplung zurückziehen und den Zidon entnehmen. Der neue Zidon kann nun eingeschraubt werden. Danach die Feder in der Schnellspannkupplung wieder lösen und etwas nachdrehen, damit der Schnappverschluss wieder schließt. Zum Schluss das Mundstück wieder aufsetzen und die Kontermutter anziehen.